Ja, jetzt möchte ich meine VirtualBox Ubuntu installieren und so begebe ich mich jetzt auf die Webseite ubuntu.com und von dort aus kann ich mir das Betriebssystem herunterladen, kostenlos. Ubuntu ist ein Open Source Betriebssystem, welches eben kostenlos verfügbar ist und eines der meist verbreitetsten Linux Betriebssysteme ist. Ich will hier getUbuntu. Habe dann hier mehrere Möglichkeiten, gehe mal auf Download und Install. Und habe hier schon bestimmte Versionen vorgeschlagen. Ich könnte diese 32-Bit zulassen oder 64-Bit. Ich lasse in dem Fall hier die 32-Bit. Gehe auf Starte Download und dann wird die Datei heruntergeladen. Und in dem Fall handelt es sich, klicke einmal da drauf, dann wird dann hier diese Datei heruntergeladen. Und ich habe natürlich die Datei schon heruntergeladen. Muss ich das Verzeichnis noch finden? Hier sind wir. Ich habe mir diese Datei heruntergeladen, ist so groß wie etwa eine CD. Und ich kann jetzt diese CD, die ich mir da heruntergeladen habe, in meiner VirtualBox dann installieren. So gehe ich in meine virtuelle Box hinein und habe hier noch eben diese eingerichtete virtuelle Maschine und klicke jetzt hier auf Ändern. Ich bereite jetzt alles für die Installation vor. Das war hier die Festlegung, dass es um Ubuntu sich handeln wird. Gehen wir langsam durch. Hier kann ich den Hauptspeicher noch einmal verändern. Da erinnerst du dich bei Installation mal 512 MB verwenden. Ich könnte es dann noch erweitern. Den Prozessor, ich habe hier 8 Prozessorkerne. Ich könnte hier mehr noch meine virtuelle Maschine zuordnen. Kann ich bestimmte Dinge dann verändern. Gehe auf Anzeigen und könnte hier zum Beispiel den Grafikspeicher dann noch erweitern. Den habe ich nur 12 MB dem Grafikspeicher zugewiesen. Was ich jetzt hier machen werde, ist, ich werde jetzt Hackerl setzen bei 3D-Beschleunigung aktivieren. Das spielt dann bei Ubuntu eine größere Rolle, weil ich nämlich mit einer 3D-Beschleunigung hier andere Dinge verwenden kann bei Ubuntu. Eine andere Oberfläche bekomme ich dann. Jetzt kommen wir zum Massenspeicher. Hier haben wir eine Auswahl, gibt es mehrere Controller, IDE und SATA-Controller. Es ist hier die Möglichkeit, Festplatten oder DVD-Laufwerke anzuschließen. Ich gehe zur 4 SATA-Kontrolle und wähle hier diese Möglichkeit, CD-DVD-Laufwerk hinzufügen. Klicke einmal hier drauf. Dann werde ich hier gefragt, ob ich ein Medium habe oder keins. Gehe auf Medium auswählen und gehe dann jetzt den Weg zu der Ubuntu-CD, die ich heruntergeladen habe und dann auf immer das ISO-Format. Das heißt, DVDs werden auf einer CD und DVD im sogenannten ISO-Format gespeichert. Ich wähle es jetzt hier aus, klicke auf Öffnen und sie wird auch hier jetzt dann zugewiesen. Dann gehe ich auf Audio und hier kann ich dann bestimmte Dinge einstellen, ob ich jetzt keinen Audio-Treiber möchte, ob ich überhaupt keinen Ton möchte. In dem Fall lasse ich das. Und hier könnte ich den Audio-Controller auswählen. In dem Fall ist etwas vorgeschlagen, nehmen wir jetzt aber Intel HD Audio, was bei mir besser funktioniert. Vielleicht auf deinem Rechner schaut das anders aus, dass du hier was anderes ausprobierst. Netze kann ich so belassen, serielle Schnittstelle ebenfalls. Und hier könnte ich noch USB-Geräte hinzufügen, wie zum Beispiel ein Drucker. Wenn ich jetzt hierher gehe, habe ich eine Auswahl meiner Geräte. Dann kann ich auf diese Geräte hier dann in der virtuellen Box zugreifen. Dann zum wichtigen Punkt, gemeinsame Ordner. Wenn ich Daten austauschen möchte zwischen meiner virtuellen Maschine, das ist in dem Fall Ubuntu dann, und meinem Windows-Rechner, muss ich einen Ordner festlegen. Wenn ich dort was von Windows aus hineinkopiere, kann ich dann auch von meiner virtuellen Maschine aus darauf zugreifen. Das mache ich hier mit einem Klick auf das Plus. Wähle mir hier den Ordnerpfad aus. In dem Fall habe ich hier dann in dem Verzeichnis, in dem ich meine virtuelle Box eingerichtet habe, einen Ordner, Austauschordner schon festgelegt. Das wäre dann hier in diesem Verzeichnis dann, wenn man sich anschaut, diese Ordner. Alles, was ich hier hineinkopiere, wird dann auch in meiner virtuellen Box dann sichtbar. Ich will hier auch automatisch einbinden. Klick auf OK. Ja, jetzt habe ich das hier gemacht und wähle jetzt hier mal starten. Und zeigt mir jetzt hier an, etwas über die Tastatur, kann ich jetzt mal so belassen. Und er hat kein Bootable Medium gefunden. Was muss ich jetzt machen? Gehe auf Abbrechen und schau mal nach, wo dann der Fehler liegen könnte. Ich schließe hier diese Maschine, also virtuelle Maschine ausschalten, gehe dann wieder hinein. Und schau, kein Medium gefunden. Dann kann das nur irgendetwas mit Massenspeicher zu tun haben. Und ich sehe dann hier, dass ich hier diese CD zum Beispiel
hier wegnehmen könnte und dann hier beim IDE-Controller hinzufügen könnte. Probiere ich das jetzt hier noch einmal, Medium auswählen, hier wieder die Ubuntu-CD, klicke auf OK, klicke auf Starten, weil das kann ich ja so belassen. Und schauen, was jetzt passiert. Ja, gibt mir einen Hinweis mit 32 Bit und 16 Bit, das kann ich jetzt mal so belassen. Klicke da hinein. Okay. Bitte nicht mehr anfangen. Und da sieht man schon, dass sich hier etwas in der Mitte dann tut. Da steht Ubuntu 11.04. Das heißt, die Installation brauche ich auch nicht mehr. Da sieht man jetzt, dass der Installationsprozess von Ubuntu beginnt. Das Fenster wird bei mir sogar größer. Es tut sich etwas und du siehst dann hier unten hier, wie sich die verschiedenen Symbole zeigen. Ich wähle mich jetzt Deutsch aus. Dann kann ich überlegen, ob ich Ubuntu ausprobieren möchte. Nein, ich möchte Ubuntu installieren. In meiner virtuellen Maschine macht das ja Sinn. Und da steht drin, welche minimalen Sachen, also 4,4 GB haben wir. An die Steckdose sind wir hoffentlich angeschlossen. Mit dem Internet sind wir auch verbunden. Aktualisierung bei der Installation herunterladen, brauche ich jetzt nicht, also keine Updates. Software von Drittanbietern installieren, das möchte ich aber schon. Das heißt, ich möchte auch MP3s zum Beispiel mehr anschauen können. Gut, klicke ich auf Vorwärts. Da steht Festplatte löschen und Ubuntu installieren oder etwas anderes. Und da meine virtuelle Festplatte, also in meiner virtuellen Maschine drin, damit eh löschen kann, will ich mir diese Variante hier. Klicke auf Vorwärts und jetzt installieren. Da sieht man diese 8,8 GB eingeblendet, die ich meiner virtuellen Maschine zugewiesen habe. Und man sieht, wie die Installation voranläuft. Da wird mir dann die Zeitzone vorgeschlagen. Das ist gerade bei mir 16:41. Ich bin in der Zeitzone Vienna. Könnte man was anderes auswählen. Und diese Einstellung vorne, wenn er unten die Daten kopiert, wird mir hier Deutschland vorgeschlagen als Tastaturbelegung. Habe damit an und für sich keine Schwierigkeiten. Klicke dann auf Vorwärts. Jetzt muss ich meinen Namen festlegen und hier könnte ich zum Beispiel festlegen, wenn ich es in der Schule verwende, zum Beispiel. Ja, Nutzername und hier muss ich das Passwort auch festlegen. Ich will mir hier aus vereinfachten Gründen denselben Namen, sehr unsicher natürlich, also hier schreibt eh schon hin schwaches Passwort, ich wiederhole es hier nochmal und kann dann hier mir auswählen, wenn meine virtuelle Box startet, soll ich ein Passwort angeben, brauche ich eigentlich nicht, was hier virtuelle Box ist und wähle mir automatische Anmeldung. Klicke auf Vorwärts und er zeigt mir jetzt dann eigentlich an, was alles Ubuntu so kann. Jetzt werden hier weitere Dinge noch installiert. Die Hardware wird eingerichtet, also wird geschaut, ob die Hardware passt. Es verhält sich das Betriebssystem, in dem Fall hier Ubuntu, wie es, wenn es auf einem normalen Computer installiert werden würde. Ubuntu selber merkt also nicht wirklich bis jetzt, dass sich in einer virtuellen Box befindet. Man kann also wirklich Ubuntu so ausprobieren, als wäre es auf einem Computer installiert. Dasselbe geht natürlich auch dann, wenn man zum Beispiel Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 installieren würde. Man kann also ganz unproblematisch, ohne große Probleme, ein Betriebssystem einfach mal ausprobieren. Ja, hier unten in der VirtualBox sieht man jetzt letztlich, dass die Installation abgeschlossen wurde. Ich kann jetzt hier auf Neu starten wählen. Und dann können wir hoffen, dass die Installation von Ubuntu funktioniert hat. Du kennst es ja vom Windows-Rechner her. Nach Updates und so weiter wird der Rechner neu gestartet. Steht dann hier, man soll das Medium entfernen. Ich drücke Enter. Medium wäre das CD-Laufwerk. Ich habe nicht wirklich eine CD drin liegen. Das weiß aber jetzt hier Ubuntu natürlich nicht. Schauen wir, wie der Boot-Vorgang funktioniert. Das zeigt schon mal Ubuntu an, das ist mal eine gute Sache.
don't have the hardware required to run Unity, please choose Classic. Kann ich aufschließen. Der zeigt mir jetzt hier Ubuntu an. Als nächstes möchte ich mir Ubuntu gleich anpassen. Wähle G hier bei der VirtualBox auf Gasterweiterung installieren. Check Autostartnachfrage öffnen, klicke ich auf OK. Klicke ich auf Ausführen. Dann fragt mich hier nach diesem Passwort, den ich vorhin eingegeben habe. Das war in dem Fall bei mir hier Schule. Und diese Guest Edition Installer vollbringt seine Arbeit. Und mit dieser Zusatzinstallation kann ich mehrere Dinge verwenden und kann mehr von der VirtualBox dann für mein Ubuntu dann verwenden. Das sind die sogenannten Guest Editions. Braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis er die installiert hat. Zeigt mir an, was er das macht. Jetzt hat er es fertig installiert. Ich klicke dann auf Enter. Das funktioniert jetzt. Was wir jetzt machen können, wäre jetzt hier dann im Ubuntu gleich etwas zu machen, etwas zu arbeiten. Und ich schalte jetzt auch mal Ubuntu hier vielleicht aus. Gehe hier rechts oben auf dieses Zeichen, klicke auf Ausschalten und fahre Ubuntu herunter. Klicke auf Ausschalten. Und wir sehen, ich habe also Ubuntu erfolgreich in der VirtualBox installiert.